Herr Professor Werner Gitt, ich möchte Sie ganz herzlich in Dresden begrüßen. Vielen Dank, dass Sie sich auch noch die Zeit nehmen, mit uns im Interview zu sein, bevor Sie dann heute Abend in der Frauenkirche den Vortrag halten werden. Ja, herzlichen Dank. Ich bin sehr gerne gekommen und bin gerne bereit, auch um Ihnen ein paar Fragen zu beantworten. Ich weiß, Sie sind ja Wissenschaftler. Sie sind Professor und waren Direktor an der Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Und darf ich Sie fragen, wie Ihr akademischer Werdegang war? Also studiert habe ich zunächst mal an der Technischen Universität in Hannover. Damals hieß sie noch Technische Hochschule. Dort habe ich Ingenieurwissenschaften studiert in zwei Fachrichtungen. Dann danach war ich in Aachen an der Technischen Hochschule und habe dort im Bereich Regelungstechnik promoviert. Es war eine Arbeit über Parameterbestimmung an linearen Regelstrecken. Ist aber nicht so interessant hier. Genau. Und danach war ich über 30 Jahre bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig und habe dort den Fachbereich Informationstechnologie geleitet. Und während dieser Tätigkeit habe ich viele Veröffentlichungen auch geschrieben, Fachpublikationen, und war auch in vielen Ländern gewesen zu Vorträgen und Seminaren und alles, was zu einer wissenschaftlichen Tätigkeit gehört. Und können Sie mir noch kurz sagen, in welches Fachgebiet Sie genau gearbeitet hatten dann? Ja, das hieß ja allgemein Informationstechnologie. Das heißt, ich war zuständig für die Hardware, die dort in der ganzen Bundesanstalt installiert wurde. Okay. Und auch für die Software. Wir haben spezielle Programme auch entwickelt für die Wissenschaft, die also ganz spezielle Aufgaben machen mussten. Diese Programme waren ja immer Eigenentwicklungen, die konnte man nicht von der Stange irgendwo kaufen. Das waren immer auch neue Gedanken, wo also jetzt auch Formeln umgesetzt werden mussten für die Wissenschaft. War eine interessante Tätigkeit, ich habe das sehr gerne gemacht, 30 Jahre lang. Und das haben Sie bestimmt auch nicht alleine dann gemacht? Hatten Sie da ein Team, was Sie geleitet hatten? Das war ein Team, ja, wir waren ein Team von über 20 Personen. Programmierer und auch Physiker, Informatiker, verschiedene Leute, die dort mitgewirkt haben. Und jetzt hatten Sie ja, also Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler, sondern Sie sind auch bekennender Christ. Ja. Wie kam das dazu, dass Sie persönlich zum Glauben gefunden haben? Das geht also sehr weit zurück. Nach dem Krieg haben wir auf einem Dorf gewohnt, hier in Niedersachsen. Und da wurde ich von Kindern des Dorfes eingeladen zu einer Kinderstunde. Ja. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich dachte, das wäre eine Märchenstunde. Habe dann gesagt, ich habe kein Interesse daran, mir Geschichten über Aschenputtel und sowas anzuhören. Und dann sagten die Kinder aber, nein, es handelt sich da nicht um Aschenputtel und Märchen. Ich sollte da einfach mal mitkommen. Und da war das eine Gemeindeschwester, die hat in ihrem kleinen Zimmer, 12 Quadratmeter, das war gleichzeitig Wohnraum, Schlafraum, Küche, alles gleichzeitig. Und da hat die Kinder des Dorfes eingeladen und uns die Geschichten von Jesus erzählt. Und hat Lieder mit uns gesungen. Und das war so der Einstieg für mich, dass ich das Evangelium gehört habe. Und das ging damals tief in mein Herz. Dann ist das so ein bisschen verschüttet worden im Laufe der nächsten Jahre. Bis ich dann nach Braunschweig kam, als ich meine Stelle angenommen habe bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, da gab es gleich ziemlich am Anfang eine große Evangelisation in der Stadthalle in Braunschweig. Mhm. Und dort ging ich hin, weil ich einfach Interesse daran hatte. Und das war damals der Evangelist Leo Jans aus Kanada. Ja. Der hat sehr wortmächtig gepredigt. Das hat irgendwie mein Herz berührt und habe damals dann an einem Abend eine Entscheidung getroffen, dass ich Christus nachfolgen wollte. Ich habe aber nicht geahnt, was das bedeutet. Ich habe nicht geahnt, dass das letztlich dazu führt, dass ich die ganze Welt mit dem Evangelium bereist habe. Ich kann so sagen, im Rückblick, dass ich auf allen Erdteilen gewesen bin mit Vorträgen, bis nach Australien, Japan, Südamerika, Nordamerika, auch in Südafrika bin ich gewesen und natürlich in fast allen Ländern Europas. Besonders häufig war ich allerdings in Russland, in Kasachstan, auch auf der Krim, auch in Kirgisien. Und es war einfach eine schöne Aufgabe, den Menschen in ganz anderen Ländern das Evangelium zu sagen. Und dieses Evangelium brauchen alle Menschen, ohne Ausnahme. Ja.